kann dir kein Geld geben, Polly. Das ist mein letztes Wort. Im Schloss, da stehen Reparaturen an, in Millionenhöhe. Aber du bekommst doch bald unsere Kunstschätze aus dem Osten zurück. Und das sind doch Millionenwerte. Aber Poldi, das ist doch nicht so einfach, wie du denkst. Aber ich will das Geld doch nicht für mich. Ich will es für Ferdinand. Für Ferdinand? Ja, für deinen Enkel Ferdinand. Ja, und warum kommt er nicht zu mir? Warum geht er zu dir? Weil er weiß, dass du kein Verständnis für ihn hast. Ich halte ihn für einen wunderbaren Geiger. Wir Schöners waren immer Offiziere oder Gutsbesitzer oder wir haben Geschäfte gemacht. Bitte hör mir doch einmal zu. Ich möchte so gerne für ihn die Stradivari von der Fürstin Sophie kaufen. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Erlaube mal, eine Stradivari, die kostet doch mindestens 1 Million. Na und? Sonst kaufen sie die Japaner. Nein. Ist das dein letztes Wort? Ja. Ich habe ohnehin mit Ferdinand zu reden. Und jetzt entschuldige mich bitte, Poldi. Ich habe zu tun. Mein Gott, ist das ein Geizhals. Widerlich. Du bist der Erste, dem ich das sage. Ich werde als Chef des Hauses abtreten. Was? Aber du bist doch noch... Dir geht's doch noch gut. Wer soll dich denn ersetzen? Du wirst mein Nachfolger. Das kann ich nicht. Dann wirst du es lernen. Und Onkel Ehrenfried? Wird es jedenfalls nicht. Wir hatten nur sein Vergnügen im Kopf. Hätte ich mich nicht um unser Hab und Gut gekümmert, wäre das meiste schon verkauft und unterm Hammer. Also, zeige in dieser entscheidenden Situation, dass du Verantwortung für unser Haus übernehmen kannst. Und schlag dir die Musik aus dem Kopf. Ist ein wunderschönes Hobby. Aber das sollte es auch bleiben. Ja, ich habe gute Nachrichten für Sie, Herr Müller. Sie haben Leopolde, Gräfin von Schönach und Rathau, ganz gut gefallen. Und die Unterlagen, die Sie mir überlassen haben und ich ihr weiterreichte, von denen war sie ganz angetan. Oh, bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Dr. Bechtel. Tja, aber Sie werden auch wissen, dass das für Sie nicht billig sein wird. Ein Baron könnte ich Ihnen vielleicht schon um die Hälfte überlassen, aber ein preußischer Grafentitel, der hat eben seinen Wert. Und das weiß natürlich auch Gräfin Leopolde. Das leuchtet Ihnen doch ein. Ja, selbstverständlich. Die Gräfin möchte Sie noch einmal sprechen, bevor sie endgültig einwilligt. Noch heute Abend. Sie lädt zum Aperitif ein. Ja. Herr Müller, wenn ich Sie nun bitten dürfte, meine Unkosten zu begleichen. Natürlich. Vielleicht sollten wir Gräfin Leopoldes endgültige Entscheidung abwarten. Was haben wir vereinbart? Auch im Nicht-Erfolgsfalle müssen die Gebühren an mich bezahlt werden. Oder muss ich der Gräfin absagen? Nein. Natürlich. Alles in Ordnung. Verrechnungs- oder Barscheck? Bar. Eigentlich ist eine Adoption in unserer Familie nicht üblich. Aber nun bin ich ja leider in einer Lage. Aber nein, das wissen Sie ja. Hier, unser Adelsbrief. Bitte schauen Sie ihn sich an. Von 1355. Und hier Siegel und Wappen unseres Hauses. Sehr schön. Durchlaucht. Bitte nicht durchlaucht, sondern erlaucht. Aber zweitens, Sie können es auch lassen. Denn es ist mir scheißegal. Tut mir leid. So, ich adoptiere Sie. Ernst Günther Müller. Bist du Notar? Ja. Du machst einen Fehler. Zu spät. Du bist doch viel zu jung, ne? Verträumter Musiker, aber hat keine Ahnung von Forst und Landwirtschaft. Leider hat uns keine Ahnung von Forst und Landwirtschaft nur einen Schuldenberg von nie dagewesener Höhe beschert. Ja, weil du nie zugelassen hast, dass auch nur ein Quadratmeter von unserem Land verkauft wird. Wir haben nie Land verkauft, immer nur gekauft. Land ist seit Generationen der Lebenshaft unserer Familie und das bleibt so. Hast du nie verstanden? Aber Ferdinand. Ihr habt wenigstens Charakter. Auf dem Parkdeck im Freihafen liegt eine Frauenleiche. Kalt oder warm? Wer? Die Leiche. Kalt. Das ist Herr Sommer. Er fährt diesen Kleinlaster. Heute Morgen um 6, als wir den Wagen holen wollten, hat er die Leiche entdeckt. Erzählen Sie mal. Ja, ich komme da rauf und will rausfahren. Und dann sehe ich da auf einmal zwei Beine, ne? Andere Zeugen gibt's nicht. Ja, und diesen Ausweis habe ich gefunden. Danke.
Annette Bille, Film- und Fernsehproduktion. Sie ist vermutlich mit einem Draht erwürgt worden, zwischen 1 und 2. Keine Hinweise auf ein Sexualdelikt. Das ist ja wie in Bremen. Hat der Parkhausmörder sein Revier gewechselt? Struve, du musst die Presse benachrichtigen. Die sollen einen Aufruf machen. Wir brauchen Zeugen. Wir brauchen einen Menschen, der auf diesem Parkdeck in dieser Nacht irgendetwas Besonderes beobachtet hat. Darf ich auch die Blödzeitung informieren? Na, die zuallererst. Die leben ja von Mord und Totschlag. Ohne könnten die ihren Laden zumachen, genau wie wir. Es sieht furchtbar aus. Ja, ich habe heute mit Ferdinand schon gefrühstückt. Sie sehen, ich habe mir Ihren Wunsch zu Herzen genommen und achte ein wenig auf ihn. Wir haben auch schon Pläne geschmiedet. Ja, Frau Graf von Schönach und Rathau möchte von Ihnen wissen, ob und wann wir mit Ihrer Einlage rechnen dürfen. Der Name hat sich geändert. Sie wissen ja, der Fonds ist auf 20 Anleger beschränkt und 19 sind bereits mit ins Boot gestiegen. Ja, wirklich, Frau Gräfin? Danke vielmals. Ganz herzlichen Dank. Ja, dann sage ich Tante Polly zu Ihnen. Danke, Tante Polly. Guten Tag, Kriminalpolizei. Wir suchen den Ehemann von Annette Bille. Um Himmels Willen, was ist denn passiert? Ich bin der Ehemann. Haben Sie Ihre Frau noch nicht vermisst? Ja, doch, ich wollte sie gerade suchen. Was ist passiert? Wo wollten Sie die denn suchen? Auf Parkdecks, in Parkhäusern. Sie wollte dort filmen. Wir haben Ihre Frau heute Morgen gefunden, auf dem Parkdeck. Tot. Erwürgt. Im Freihafen. Sie haben Ihre Frau nachts in einem dunklen Parkhaus Filmaufnahmen machen lassen. Wozu braucht man denn sowas? Wir planen eine Show für die CPA, Survival in Germany. So eine Art Überlebenskampf im deutschen Großstadtdschungel. Kandidaten müssen sich ohne fremde Hilfe realen, gefährlichen Situationen aussetzen. Mit einer am Körper versteckten Minikamera, die diese Situationen aufnimmt. Der Sender hat gestern angerufen, die wollten sofort ein Demoband. Ja, an der Leiche Ihrer Frau fand sich keine Minikamera. Wo hat sie denn die getragen? Auf dem Kopf, in den Haaren versteckt. Das würde bei mir gar nicht gehen. Dass der Mörder die Kamera mitgenommen haben. Konnte er denn die bei ihr entdecken? Ja, natürlich. Der Rekorder war in ihrer Handtasche. Hatten Sie dann keine Angst um Ihre Frau bei diesem Survival-Quatsch? Hm? Ausgerechnet jetzt? Haben Sie nichts von diesem Bremer Parkhausmörder gehört? Ja, das war ja der Auslöser für unsere Idee. Natürlich hatte ich Angst um sie. Ich wollte sie aus der Ferne beobachten und notfalls schützen. Aber dann habe ich ihre Spur verloren. Ja, wie soll ich das verstehen? Sind wir denn hier in der Prärie? Sie ist mit ihrem Wagen gerade noch über eine Ampel gekommen und ich nicht mehr. So einfach war das. Herr Bille, wo waren Sie heute Nacht zwischen 1 und 2? Nachdem ich Annette verloren habe, bin ich ins Büro zurückgefahren und habe hier auf Sie gewartet. Da muss dieses Schwein über Sie hergefallen sein. Naja, für Ihr Projekt muss sich das ja nicht unbedingt negativ auswirken. Ich finde, Sie gehen ein bisschen weit. Ich kann nicht mehr, bitte haben Sie Verständnis. Haben wir. Und doch muss ich jetzt noch einen Blick in Ihre Wohnung werfen. Was soll das bringen? Erkenntnisse. Das ist das Einzige, was es noch bringen soll. Alles andere ist sowieso schon geschehen, wie es geschehen ist. Meine Frau hatte ihre eigene Wohnung. Dein dich ewig liebender Ehrenfried, Graf von Schönach und Rathau. Paul? Ja? Sie haben den Bremer Parkhausmörder verhaftet. Wann? Haltet euch fest, gestern Abend um 11. Da hat die Frau noch gelebt. Du, Paul, ich hab da noch was. Und das interessiert dich sicher. Annette Bille war im dritten Monat schwanger. Von wem? Tut mir leid, ich war nicht dabei. Na, von ihrem Mann jedenfalls nicht. Obwohl, möglich ist alles. Manchmal kriegen Frauen ja auch Kinder von ihrem eigenen Mann. Der muss ein bisschen Spucke abliefern, dann wissen wir's. Herr Bille, es tut mir leid, dass ich Sie noch mal sprechen muss. Guten Tag. Tag, Herr Stör. Aber Sie haben uns ja gar nicht erzählt, dass Sie Ihre Frau ein Verhältnis hatte. Sie haben mich auch nicht gefragt. Also, wussten Sie davon? Ja, aber nicht mit wem. Das Thema war tabu zwischen Annette und mir. Ja, das erspart eine Menge Auseinandersetzungen. Wir haben uns aber trotzdem freundschaftlich zueinander verhalten. Schon im Interesse unserer gemeinsamen Arbeit. Ihre Frau war im dritten Monat schwanger. Wussten Sie das nicht?
Wir haben seit einem halben Jahr nicht mehr miteinander geschlafen. Aha. Ihre Frau, danke, stand dem Adel nahe? Sie wollte mal einen Film machen über deutsche Adelsfamilien. Also. Sagt Ihnen der Name Graf Ehrenfried von Schönach und Rathau etwas? Ja, so hieß die Familie, die sich Annette damals für ihr Adelsprojekt ausgewählt hat. Ihre Frau hatte offensichtlich vor, sich von Ihnen scheiden zu lassen. Davon hat sie mir nichts gesagt. Es trägt doch alles eindeutig die Handschrift von diesem Parkhausmörder. Nein, die trägt es nicht. Dieser Parkhausmörder ist gestern Nacht geschnappt worden, um 11 Uhr, in Bremen. Der kann es nicht gewesen sein. Sie verdächtigen doch nicht etwa mich. Na, logisch. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Wundern Sie sich darüber? Ich verdächtige jeden. Mein lieber Ferdi, hier die Stradivari. Ich bin stolz und glücklich, dass ich dir, meinem Lieblingsneffen, dieses einmalige Instrument anvertrauen darf. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich bei der Fürstin Sophie, die es ermöglicht hat, dass die Stradivari nun in unserem Familienbesitz bleiben darf. Zuletzt, aber nicht weniger herzlich, möchte ich mich bei meinem Adoptivsohn bedanken für die finanziellen Mittel, die er bereitgestellt hat. Ich danke dir. Hier, mein Liebling. Danke, Tante Poldi. Laut Bankauskunft ist die Firma Bille kurz vor der Pleite. Das habe ich mir gedacht. Tote im Parkhaus, mysteriöser Parkhausmord, Zeugen gesucht. Headline in allen Zeitungen. Mit Annette hat der Bille den kreativen Kopf seiner Firma verloren. Warum sollte er die umbringen? Hatte die was zu vererben? Kaum. Na also. Und eifersüchtig war der nicht auf seine Frau. Das hatte der längst hinter sich. Stöber, ja. Bill ist nicht der Erzeuger. Danke. Moin. Guten Tag. Wir suchen Graf Ehrenfried. Ja, da sind Sie hier nicht richtig. Ah. Der wohnt da drüben im Schloss. Mit seiner Frau? Ja. Und seinem Vater. Worum geht das denn? Wir wollten jemanden Besuch abstatten. Ein schönes Schloss. Ja, allerdings ein bisschen renovierungsbedürftig. Haben Sie den Grafen irgendwo zufällig gesehen? Einer steht zum Beispiel vor Ihnen. Ah, da gibt's mehrere. Sind Sie Graf Ehrenfried? Nein, Graf Ernst Günther von Schönach und Rathau. Und ich lege Wert auf meinen Titel. Nebenbei bin ich Anlageberater. Und Sie fotografieren Ihr Schloss? Ja, ich brauche die Fotos für Prospekte. Der Unterhalt für so ein Schloss verschlingt Millionen und da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Gibt's ja auch was vom Staat. Denkmalpflege und so weiter. Schön wär's. Nobilitas. Ihr Büro ist am Johannesbollwerk, ne? Richtig. Die Firma ist neu. Kenn ich. Woher kennst denn du die? Das ist im Haus meines Urologen. Wir suchen Ihren Verwandten, den Graf Ehrenfried. In welcher Angelegenheit? Es geht um ein Tötungsdelikt. Oh. Ja, da werden Sie sich ins Schloss bemühen müssen. Gerne. Tag. Frau Gräfin? Ja? Wir sind von der Kripo Hamburg. Mein Name ist Stöber, das ist mein Kollege Brockmöller. Tag. Wollen Sie zu mir? Nein, zu Graf Ehrenfried. Das ist mein Mann, was wollen Sie denn von dem? Wir wollten ihn fragen, ob er diese Frau kennt. Kann ich Ihnen auch beantworten. Seien Sie doch so nett. Sie war mal hier. Sie wollte einen Film drehen über Adelsfamilien. Und dazu hat sie sich ausgerechnet unser Haus ausgesucht. Wir haben das dankend abgelehnt. Das ist allerdings schon ein paar Monate her. Und seitdem haben Sie sie nicht wiedergesehen? Doch, heute. Ist nicht wahr. In der Zeitung. Ach so. Hat Ihr Mann die Zeitung auch gesehen? Ja, das hat er. Wie hat er denn reagiert? Wie soll er denn reagiert haben? Ich verstehe die Frage nicht. Weiß überhaupt nicht, was Sie von uns wollen. Und wie wir Ihnen dabei weiterhelfen könnten. Guten Tag. Vielleicht hat Graf Ehrenfried eine Idee, wo wir ihn finden. Mein Mann ist nicht da. Graf Ernst Günther sagte mir, er sei anwesend. Graf Ernst Günther? Ja. Kennen Sie ihn nicht? Doch, doch. Wo haben Sie denn den getroffen? Der steht da draußen und fotografiert Ihr Schloss. Sie wollen zu mir?
Graf Ehrenfried? Ja, bitte? Wir untersuchen den Mord an Annette Bille. Sagt Ihnen der Name was? Gehen wir in mein Arbeitszimmer. Du gestattest? Ich habe sie geliebt. Wahrhaftig und tief. Und ich war entschlossen, meinen Weg mit ihr zu gehen. Sie trug ein Kind unter dem Herzen. Von Ihnen? Ja. Einen Jungen. Oh Gott, wie haben wir uns auf ihn gefreut. Wer wusste von Ihrer Beziehung zu Frau Bille? Niemand. Zwischen mir und meiner Frau ist die Leidenschaft schon lange. Ich hatte immer mal wieder im Laufe der letzten Jahre die ein oder andere Bekanntschaft. Das regte niemanden mehr auf. Aber diesmal war es anders. Sie wollten sie heiraten, hm? Ja. Und Ihre Frau? Wusste die davon? Nein. Noch nicht. Sie wollen doch nicht etwa meine Familie damit reinziehen. Also das lasse ich nicht zu. Erzählen Sie uns von Frau Bille. Welche Pläne hatte sie? Annette hatte noch so viel vor. Sie wollte ja nicht ihren Beruf aufgeben, ihre Karriere. Durch ihren Beruf haben wir uns ja auch kennengelernt. Und sie war Feuer und Flamme für ihr neues Projekt. War das dieses Survival-Projekt? Richtig. Sie hat sich davon einen großen Erfolg versprochen. Sie hoffte, damit als Teilhaberin in eine andere Produktionsfirma einsteigen zu können. Sie wollte die Firma ihres Mannes verlassen? Wissen Sie auch, wohin sie wechseln wollte? Adventure-Film. Sie stand kurz vorm Vertragsabschluss. Sie hatte Angst, im letzten Moment zu scheitern. Und warum hatte sie Angst? Wegen ihrem Mann. Und der sollte von dem Vorhaben nichts wissen, oder wie? So ist es. Sie fühlte sich regelrecht verfolgt in den letzten Tagen. Ah, von wem? Von ihren Zweifeln. Von ihrer eigenen Angst. Wenn Annette mit ihrem Survival-Konzept zur Konkurrenz gegangen wäre, dann hätte der Bille seinen Laden dicht machen können. Der hat Wind davon gekriegt, dass sie ausbüchsen will. Ja? Danke, Strube. Es hat sich ein Zeuge gemeldet. Hat jemand auf dem Parkdeck gesehen. Konnte der Zeuge den Mann beschreiben? Es könnte auf Bille passen. Dann brauchen wir jetzt einen Durchsuchungsbefehl. Herr Brockmüller? Ja? Kassette war in der Jacke. Verzeihen Sie bitte, das ist meine Jacke. Und das hier? Können wir das mal sehen? Ich zeige Ihnen die Kassette. Mehr gibt's nicht? Nein. Das ist ein kurzer, aber sehr spannender Film, Herr Bille. Und trotzdem können wir nichts damit anfangen, oder, Brocki? Ja, was ist das jetzt? Eine ausgedachte Filmszene oder sind das die letzten Augenblicke, die Ihre Frau real erlebt hat? Das weiß ich nicht. Sie hatte doch eine Minikamera in den Haaren. Sie hat das doch gefilmt. Ich habe sie nicht umgebracht. Aber die Kassette befindet sich in Ihrem Besitz und Sie haben uns nichts davon gesagt. Das ist schlimm genug. Ein anonymer Anrufer hat Zeitung gelesen und bot mir den Film an. Angeblich hätte er Annettes Handtasche auf der Straße gefunden. Der Mörder muss sie verloren oder weggeworfen haben. Sehr dummer Mörder. Der Anrufer wollte 20.000 Mark für den Film. Und die sollte ich in einer Plastiktüte am U-Bahnhof am Baumwall in einen Papierkorb legen. Das habe ich getan. Hier habe ich die Kassette gefunden und die 20.000 reingelegt. Gibt's denn hier noch mehr Papierkörbe? Na ja. Woher wussten Sie denn, dass das hier der richtige ist? Er hat eine Bierdose als Kennzeichen drunter gestellt. Ich bin dann sofort ins Büro zurückgefahren und habe eine Kopie für den Sender gemacht. Und die wollte ich gerade eben hinbringen. Na, tut mir leid, aber so ist nun mal mein Geschäft. Eine gute Geschichte. Aber wir haben was Neues. Ein Frühaufsteher hat Sie am Tatort gesehen. Auf dem Parkdeck. Wo Sie ja noch nie gewesen sein wollten. Und wissen Sie, was der gesehen hat? Er ist mit der Damenhandtasche ziemlich schnell vom Parkdeck verschwunden. Und dabei hat er versucht, ein Kabel in die Tasche zu stopfen. Sind Sie sicher, dass er es war? Ja, war's. Vielen Dank. Vielleicht brauchen wir Sie noch.
Mal zurück zu dem Kabel, von dem er gerade sprach. An dem einen Ende war dieses Mini-Objektiv in ihren Haaren. Und das andere Ende führte in die Handtasche, wo die Kamera war. Bis jetzt ist alles richtig, was Sie gesagt haben. Sie kamen dahinter, dass Ihre Frau Sie verlassen wollte, dass sie zu einer anderen Firma überwechseln wollte. Und als Morgengabe wollte sie dieser anderen Firma gleich diesen Survival-Film mitbringen. Aber den Auftrag von dem Fernsehsender, den wollten Sie doch haben, Herr Bille. Wie wollen Sie das wissen? Herr Bille, Sie standen doch kurz vor dem Bankrott. Geben Sie es auf. Ich habe Sie nicht umgebracht. Sie lügen. Ich war in der Nacht auf dem Parkdeck. Gut. Das ist doch schon mal was. Aus Angst um Sie bin ich ihr gefolgt und habe Sie dann leider aus den Augen verloren. Hier auf dem Parkdeck habe ich Sie gesucht und schließlich auch gefunden. Aber da war sie schon tot. Ich habe ihr das Objektiv aus den Haaren gezogen und habe die Handtasche mit der Kamera mitgenommen. Das war um 3:30. Sie sagen ja selbst, da war sie schon seit 1,5 Stunden tot. Ja, ich weiß, es war eine Dummheit, aber ich habe in dem Moment nur an den Auftrag vom Sender gedacht. Sie sehen Ihre tote Frau und woran denken Sie? An die Rettung Ihrer Firma. Das kann man kaum glauben. Ich habe nicht im Büro auf Sie gewartet. Ich war bei Jasmin, meiner Mitarbeiterin, zu Hause in ihrer Wohnung. Im Bett? Ja. Um 3 war ich mit Annette verabredet. Aber ich bin zu spät gekommen. Um 3:30 habe ich sie gefunden, tot. Wir sind eingeschlafen und um 3 wach geworden. Und Jochen war doch mit Annette im Parkhaus verabredet. Jo, danke. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht wissen. Danke. Oder wissen Sie noch was? Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert. Am Tag vor Annettes Tod habe ich ein dunkelblaues VW Cabrio beobachtet. Es stand vor unserem Büro. Eine Ewigkeit. Hamburger Kennzeichen, eine Schramme auf der Beifahrertür. Ja, und drin, da saß so ein junger Typ, der hatte eine eigenartig rote Mütze auf. Und er hat fotografiert. Ich hatte den Eindruck, dass er Annette beobachtet hat, aber sicher bin ich nicht. Wer könnte denn das gewesen sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht jemand aus Ihrer Vergangenheit? Über Annettes Vergangenheit weiß ich praktisch nichts. Weißt du, der Unterhalt des Schlosses geht in die Millionen. Es bringt nichts ein und kostet nur. Das kann so nicht weitergehen. Aber das Schloss mit dem dazugehörigen Land stellt einen ungeheuren Wert dar. Es ist wie geschaffen für ein exklusives Golfhotel. Mit einem Golfplatz internationaler Klasse. Und einem Orchestersaal, in dem könntest du deine Konzerte geben. Bei so einem Objekt, da legt man einen geschlossenen Immobilienfonds auf und hat in kürzester Zeit über potente Anleger die gesamte Finanzierung stehen. 30, 50 Millionen, das ist kein Problem. Und wenn der Laden mal läuft, kannst du dein eigenes Orchester kaufen. Eine verlockende Vorstellung. Womit kann ich Ihnen denn dienen? Die Geliebte von Grafen Ehrenfried ist ermordet worden. Die arme Frau, kann ich dir nur sagen. Oder der arme Ehrenfried. Aber warum erzählen Sie mir das? Ich weiß nichts von der Sache und interessiert mich auch nicht. Uns würde das schon interessieren. Wollen Sie damit andeuten, dass Sie Ehrenfried verdächtigen? Wenn das so ist, dann sage ich jetzt nichts mehr. Ich rede nicht über seine Privatangelegenheiten. Das müssen Sie verstehen, das ist Ehrensache. Ach, nun seien Sie mal nicht so abweisend, Graf von Schönach und Rathau. Wir wollen ein paar ganz harmlose Fragen stellen, die uns jede nicht-adelige Familie auch beantworten müsste. Wissen Sie, im Ernstfall müssen wir Sie aus Revier bestellen. Also, was für Fragen denn, zum Beispiel? Zum Beispiel, hat Graf Ehrenfried mit seiner Frau Kinder? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Das ist ja ein Ding. Warum wissen Sie das nicht? Ich bin erst seit vorgestern Mitglied der Familie. Ach. Haben Sie eingeheiratet? Nein, ich bin adoptiert worden. Sie sind adoptiert? Das ist aber schön. Wurde aber höchste Zeit, ne? Entschuldigung. Dann können Sie das ja alles gar nicht wissen. Genealogisches Handbuch der adligen und freiherrlichen Häuser. Da muss doch irgendwas drinstehen. Ja, hab's schon. Von Schönach und Rathau, uralter Briefadel seit fast 800 Jahren. Der Stammsitz der von Schönach und Rathau war bis 1945 in Sachsen-Anhalt. Die wollen jetzt alle ihre im Osten verstaatlichen Kunstschätze wieder haben. Wie die Welfen in Hannover. Ja, aber bei denen ging für die Prinzen und Prinzessinnen der Schuss nach hinten los. Wenn ein Schönach eine Bürgerliche geheiratet hat, dann hat sich an der Erbfolge nichts geändert.
Das ist ganz anders als in den Romanen. Da wurde der Prinz doch immer enterbt. Du willst mir bestimmt was damit sagen. Ehrenfried hätte nichts zu fürchten gehabt, selbst wenn er Annette geheiratet hätte. Jeder Adelssippe hat ihre eigenen Hausgesetze. Die einen enterben den Thronfolger, wenn er eine Adlige niedrigen Ranges heiratet, die anderen nicht. Die von Schönachs, die haben es offensichtlich besser gefunden, wenn ihre armen Töchter einen reichen Fabrikanten geheiratet haben. Der wird dann einfach Graf. Basta. Das sind alles Sachen, die unser einer nicht so leicht versteht. Frag Frau Gräfin. Geht's noch immer um diese Frau? Um die ermordete Frau. Sonst dürfte uns das gar nicht interessieren. Sie erwartete ein Kind von ihrem Mann. Er wollte sie sogar heiraten. Na also, dann hatte er keinen Grund, sie umzubringen. Das kann man ausschließen. Nach dem, was wir aus dem Adelskalender gelernt haben, hätte diese Heirat nicht seine Enterbung zur Folge gehabt. Selbst das derzeitige Oberhaupt ihres Hauses, Graf Siegbert, hat ja eine Bürgerliche geheiratet. Richtig. Und? Sie haben Kinder? Nein. Ich frage mich, was wäre aus Ihnen geworden, wenn Ihr Mann, Graf Ehrenfried... Versuchen Sie gerade, mir ein Mordmotiv zu unterstellen? Durch die Blume, ja, quasi. Oh, das ist ja ein Unsinn. Sie haben nichts gewusst, vom Verhältnis Ihres Mannes? Die Mätressen meines Mannes kommen und gehen. Das regt mich schon lange nicht mehr auf. Aber jetzt war es doch was Ernstes, hm? Glauben Sie mir, ich kenne ihn besser als Sie. Wir müssen Sie trotzdem fragen, wo Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren. Im Schloss natürlich. Ich habe meinem Schwiegervater um 1 Uhr früh eine Wärmeflasche gebracht. Aber den verschonen Sie mir, der hat nicht die Gesundheit für solche Sachen. Sie haben einen Führerschein? Ja, habe ich. Und jetzt ist es genug. Suchen Sie einen Mörder, wo Sie wollen, aber nicht hier. Und tun Sie mir einen Gefallen. Toben Sie Ihre Ressentiments gegen meinen Stand nicht an unsere Familie aus. Sie sind der älteste Sohn von Graf Siegbert, dem Oberhaupt, ja, von Schönach und Rathau. Ja. Jetzt haben wir aber gelernt, dass es noch einen jüngeren Bruder gibt, Aloysius. Sie schnüffeln in unserer Familiengeschichte rum? Wir haben sogar in der Universitätsbibliothek geschnüffelt. Mein jüngerer Bruder Louis, der kam leider bei einem Autounfall mit seiner Frau vor 9 Jahren ums Leben. Sie selbst haben keine Kinder? Nein. Wenn ich das richtig sehe, stünde damit dieser Zweig Ihrer Familie, na Gott, das klingt so dinosauriermäßig, vor dem Aussterben? Ihr Bruder Louis, der verunglückt ist, der war noch zu jung, der hatte noch keine Kinder? Doch, Ferdinand. Ach, Ferdinand ist der Sohn Ihres jüngsten Bruders. Danke, Herr Graf. Wir stören nicht länger. Bitte. Ja. Hände hoch! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Herr Graf, wir sind Polizisten. Wenn Sie uns die Möglichkeit geben, können wir uns auch ausweisen. Keine Tricks, das mache ich selber. Also bitte, mein Ausweis ist hier in der Jackentasche. Warum hat man Sie nicht bei mir angemeldet? Ihre Leute trifft keine Schuld. Die wollten uns nicht vorlassen. Wenn Sie jetzt die Flinte weglegen und mir den Ausweis wiedergeben würden, dann wäre das sehr schön. Danke. Arme runter. Kommen Sie zur Sache. Die Geliebte Ihres Sohnes ist tot, Graf Siegbert. Wissen Sie darüber Bescheid? Meine Schwiegertochter macht eine Andeutung in dieser Richtung. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 1 und 2, haben Sie da Ihre Schwiegertochter gesehen? Ich verstehe, das war die Mordnacht. Ja. Ja, die Verdächtige, meine Schwiegertochter, es ist absurd, meine Herren, es ist absurd. Sie war nachts um 1 bei mir, sah nach mir und brachte mir eine Wärmflasche. Reicht das? Wir würden gern einen Blick in Ihre Hausgesetze werfen, falls es sowas gibt. Es sei denn, Sie verraten uns die Regelung Ihrer Erbfolge innerhalb der Familie freiwillig. Ich verstehe den Sinn nicht. Dann kommen wir mit einer richterlichen Anordnung wieder. Ich wollte keinen Staub aufwirbeln, aber... Was interessiert Sie daran? Die Erbfolge. Wie wird in Ihrer Familie geerbt? Wer erbt? Bestimmt Paragraph 5, bitte. Meine Herren, die Sukzession geschieht in unserem gräflichen Haus im Mannesstamme. Nach dem Rechte der Erstgeburt und der Linear-Erbfolge. Und wenn der Erstgeborene in Linearerbfolge kinderlos bleibt, oh Gott, ist das alles kompliziert, dann müssen Sie kraft Ihrer Stellung als Oberhaupt einen anderen zum Erben bestimmen, oder? Ihr ältester Sohn Ehrenfried hat keine Kinder.
Dann bleibt doch nur noch der Sohn ihres zweiten verstorbenen Sohnes Aloysius, ihr Enkel Graf Ferdinand. Ich glaube, das reicht, meine Herren. Das sind interne Familienprobleme, die nicht in die Ohren Außenstehender gehören. Herr Graf, wir haben es in unserer Arbeit ständig mit internen Familienproblemen zu tun. Das ist nichts Besonderes. Die unterscheiden sich prinzipiell nicht von den ihrigen, auch wenn die einfachen Leute kein Wappen am Bläser tragen. Bitte beantworten Sie jetzt die Frage meines Kollegen. Interessiert mich nämlich auch. Ferdinand ist mein Nachfolger. Seit wann? Darüber gibt's doch sicher eine Urkunde. Ja. Die würde ich gerne mal sehen. Was interessiert Sie daran? Das Datum. Die Urkunde wurde gestern vom Notar beglaubigt. Gestern? Das ist sicher nur ein Zufall. Ich bin ein alter Mann. Meine Uhr läuft ab. Das ist das Gesetz des Lebens. Leider kein Zufall. Mein Kollege meint, dass die zeitliche Nähe zwischen dem Mord an der Geliebten ihres Sohnes und der Ernennung ihres Nachfolgers kein Zufall ist. Mein Respekt. Man muss nur die Zeichen der Zeit richtig deuten und dann handeln. Danke. Mein Großvater verlässt sich auf mich und ich verlasse mich auf dich. Danke dir, Ferdi. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich auch jetzt meine Musik nicht mehr. Ich halte den Rücken frei. Für dich soll und darf es nichts anderes geben als die Musik. Such dir die besten Lehrer aus. Das so eilig. Was bedeutet das? Du durchsuchst meinen Schreibtisch? Was hast du mit dem Mord an Annette zu tun? Du wagst es, deinen Vater des Mordes zu verdächtigen? Vater. Paul, ich habe eine Zeugin, die im Mordfall Billen interessante Beobachtung gemacht hat. Guten Tag, Kriminalpolizei. Sie sind Ferdinand von Schönach und Rattau? Ja. Wir müssen mal mit Ihnen sprechen. Dürfen wir eintreten? Dankeschön. Worum geht's denn? Es geht um den Mord an der Geliebten Ihres Onkels Ehrenfried. Haben Sie davon schon mal was gehört? Ja, habe ich gehört. Kannte ich aber nicht. Ja, das hören wir öfter. Kannte ich nicht, weiß ich nicht, war ich nicht. Aber das blaue Cabriolet auf dem Parkplatz gehört Ihnen? Ja, das gehört mir. Und die rote Mütze und der Fotoapparat? Gehören mir auch. Die Frau hieß Annette Bille und hat in der Bille-Filmproduktion gearbeitet. Ich kannte die Frau nicht. Eine Mitarbeiterproduktion hat sie mehrfach vor dem Firmengebäude gesehen, am Tag vor Annette Billes Tod. Sie sind ihr nachgefahren, sie haben Fotos von ihr geschossen. Was soll das alles? Ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt. Wenn nachher die Spurensicherung zu Ihnen kommt, regen Sie sich nicht auf, die räumen alles wieder weg. Herr von Schönach und Rathau, Sie stehen im Verdacht, Annette Bille ermordet zu haben. Was? Wir müssen Sie mitnehmen. Sind Sie verrückt? Unsere Zeugin arbeitet in einem Geschäft für Babyausstattung. Annette Bille erwartet ein Kind und sah sich dort öfters Babysachen ein. Einen Tag vor ihrem Tod kam ein junger Mann in das Geschäft, sagte, er sei der jüngere Bruder von Frau Bille und er würde ihr gern eine Wiege schenken. Und dieser Bruder waren Sie, wie man jetzt weiß. Das Netz zieht sich zusammen, durchlaucht. Hätte Ihr Onkel Ehrenfried Annette Bille geheiratet und hätten Sie einen Sohn bekommen, dann hätte der alte Graf Siegbert Ihren Onkel Ehrenfried zum Erben einsetzen müssen. Dann wäre Ihr Erbe in Gefahr geraten. Ich habe mich nicht um das Erbe beworben. Es war der Wille meines Großvaters. Und zum Zeitpunkt des Mordes habe ich im Bett gelegen und geschlafen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Na dann. Bis später. Ja gut, ich bin bereit zu sagen, Schwamm drüber. Keine Angst, es fällt noch genug für dich ab. Hoffentlich kommst du wieder zur Vernunft. Papa, was machst du denn hier draußen? Du gehst sofort wieder hinein, dein Kreislauf braucht absolute Schonung. Friedli, jetzt hilf mir doch. Er soll endlich die Wahrheit sagen. Diese Person wollte doch ganz was anderes von dir und von uns. So, und was? Und hast du natürlich nicht bemerkt. Die rutscht doch mal gleich der Verstand in die Hose, sobald sich dir ein Weib nähert. Du, so redest du in meiner Gegenwart nicht mehr über sie. Ist das klar? Hört doch mal auf hier!
Du gehst jetzt sofort hinein und legst dich hin. Friedl, er ist krank, er ist richtig krank. Und er ist dein Vater. Genau das könnte ich manchmal bezweifeln. Daran könnte man manchmal zweifeln, das ist wahr. Aufmachen, bitte. Ich möchte eine Aussage machen. Wir hören. Es stimmt, ich habe mich über Annette Bille erkundigt. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Warum haben Sie sich über sie erkundigt? Im Auftrag von meinem Großvater. Jetzt haben wir bald alle Namen Ihrer Familie durch. Jetzt wollen Sie auch noch Ihren Großvater verkaufen. Sicher nicht. Mein Großvater ist ein rechtschaffender Mensch. Konservativ im guten Sinne. Aber der hielt Annette Bille für eine Art Agentin. In wessen Diensten denn? Mein Großvater fühlt sich von irgendwelchen Geheimbünden verfolgt. Das hat was mit seiner Vergangenheit zu tun, mit dem Krieg und wahrscheinlich auch jetzt mit den Rückforderungen von unseren Ländereien und Kunstschätzen aus dem Osten. Ihr Großvater hat einen entsprechenden Antrag gestellt? Ja. Bei welcher Behörde? Bei der Behörde für offene Vermögensfragen in Sachsen-Anhalt. Graf Siegbert, ich grüße Sie. Ich habe eine bedauerliche Nachricht. Ja? Ja. Ihr Enkel, Graf Ferdinand, wird des Mordes an Annette Bille verdächtigt. Das glaube ich nicht. Doch. Er hat noch eine Chance. Er sagte uns, Sie hätten ihn beauftragt, Annette Bille auszuspionieren. Das stegt. Natürlich hegt ich Misstrauen gegen diese Frau. Ich fürchtete, dass er meinen Sohn in seinem Liebesrausch finanziell ruinieren würde, kaputt machen, dass nicht mehr übrig bliebe für uns. Und darum, nur darum, habe ich Ferdinand beauftragt, diese Frau zu beobachten. Und ein gnädiges Schicksal löste dann ganz plötzlich das Problem. Ich glaube, Sie fürchteten was ganz anderes. Dass Sie Ihr Land und Ihre Kunstschätze aus dem Osten, Millionen Werte, wie wir erfahren haben, aus irgendeinem Grund nicht wiederbekommen. Haben Sie was zu verbergen, Durchlaucht? Haben Sie was zu verbergen, Durchlauch? Sie wollen mich reinlegen. Bitte rufen Sie sofort Reingard. Frau Gräfin! Reingard! Frau Gräfin! Oh Gott, das ist gestern schon einmal kollabiert. Er braucht dringend einen Arzt und seine Ruhe. Raus jetzt hier! Wir kommen wieder, sobald er sich erholt hat, ja? Schließlich kocht alles wieder hoch. Die Schmach überlebe ich nicht. Du musst ganz ruhig bleiben. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Fotograf und ein leidenschaftlicher Verehrer vom Führer. Bis zum bitteren Ende. Hier, junge Graf Siegbert im Garten vom Schloss. Alle haben Parteiabzeichen. Denen ging es ja auch nicht schlecht dabei. Ja, nachher haben sie alle so getan, als ob sie zum Kreis vom 20. Juli gehört hätten. Von wegen. Hier, sieht er nicht schneidig aus in seiner Uniform? Schick, auf Taille geschnitten. Die Familienflagge neben der Hakenkreuzfahne. Ja, nach alter Federsitte hat Graf Siegbert die Flagge gehisst, wenn er mit seiner Familie im Schloss war. Lappen draußen, Lumpen drin, haben die Leute dann gesagt. Können Sie uns das Buch mal ausleihen? Wir sagen auch nicht, von wem wir es haben. Okay, danke schön, das ist nett. Auf jeden Fall hat er ganz schön profitiert von der braunen Zeit. Meinen Sie das? In Niedersachsen hat er sich eine Textilfabrik von jüdischen Besitzern unter den Nagel gerissen und Aktien. Alles für einen Appel und einen Ei. In den 60ern hat er das alles teuer weiterverkauft. Hat denn der Graf noch mehr alte Ländereien? Ein Rittergut in Sachsen-Anhalt. Mein Vater war da, glaube ich, noch. Ja, alles voll mit Ritterrüstung und Gemälden. Aber 45 ist das ja enteignet worden. Der Graf hat jetzt Klage gegen das Land Sachsen-Anhalt eingereicht. Hat er Chancen? Stehen nicht schlecht. Sollte aber einer der Richter von der Nazi-Vergangenheit derer von Schönachs und Rathaus erfahren, dann dürften diese Chancen erheblich sinken. Wieso? Weil der Anspruch auf Rückgabe erlischt, wenn sich nachweisen lässt, dass die ehemaligen Besitzer mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Scheiße, meine Gänse! Der Graf hat Schiss gehabt, dass er nicht diese Zusammenhänge ans Tageslicht bringt. Deswegen seine Paranoia wegen der Agentin. Der Graf hat Schiss gehabt, dass Annette diese Zusammenhänge ans Tageslicht bringt. Deswegen seine Paranoia wegen der Agentin. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe diese Bilder noch nie gesehen. Vater hat sich uns gegenüber immer als entschiedener Gegner des Nazi-Regimes ausgegeben. Nicht nur Ihnen gegenüber, auch gegenüber dem Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen in Sachsen-Anhalt.
Ihr Vater hatte gute Gründe, diese Vergangenheit im Dunkeln zu halten. Ihr Vater war der Überzeugung, dass Annette diese Vergangenheit hervorgeholt hätte. Er hätte doch von ihr nichts zu befürchten gehabt. Ihr Vater sah das anders. Er hat gewusst, sobald diese Geschichte den Behörden in Halle bekannt werden würde, könnte er seine Kunstschätze und seine Ländereien in den Kamin schreiben. Er hat mit dem Tod dieser Frau nichts zu tun. Niemand in unserer Familie. Kleinen Moment. Stöver? Ja? Gut, ich komme. Es sah schon so aus, Graf Ferdinand, als hätten Sie den Kopf noch mal aus der Schlinge gezogen. Ich hab Sie nicht umgebracht. Dann erklären Sie uns mal, wie es kommt, dass wir Haare der Ermordeten in Ihrer Wohnung gefunden haben. Was? An Ihrem Sessel und auf Ihrer Jacke. Das kann nicht sein. Wer war denn noch in der Wohnung in den letzten Tagen? Niemand. Wir haben an einem Weinglas Fingerabdrücke gesehen. Ja, da war jemand bei mir. Wo haben Sie denn die Haare entdeckt? An diesem schönen, alten Sessel. Ja, da hat er gesessen. Ja, dann hat er ein Foto von ihr entdeckt und wollte unbedingt wissen, wer das ist. Und dann habe ich ihm von ihr erzählt. Wollen Sie nicht sagen, wer da gesessen hat? Wollen Sie nicht sagen, wer da ein Foto von ihr entdeckt hat? Kleine Durchlaucht. Wir sind ganz dicht dran. Natürlich sind alle meine Klienten auf irgendeine Weise Hochstapler. Eitel und ehrgeizig. Aber davon lebe ich doch. Und ganz gut. Darf ich es Ihnen geben? Das sind die Unterlagen. Danke. Günther Müller. Und jetzt Graf Ernst Günther von Schönach und Rathau. Na, das ist doch ein Name. Er lebte die letzten Jahre in Argentinien als vermögender Geschäftsmann mit internationalem Ruf und vor allem mit viel Geld. Und er hoffte, sich mit dem Kauf des Adelstitels noch mehr Geschäfte zu machen und noch größeren Einfluss zu haben. Und ich glaube, das gelingt ihm auch. Warum haben Sie sich selbst nie geadelt? Warum sollte ich? Ich dachte nur, wenn einer ein Tattoo-Studio hat, tätowiert er sich selbst auch ein bisschen. Ich komme auch so ganz gut zurecht. Haben Sie immer noch nicht genug? Konzentrieren Sie sich bitte einen Augenblick. Kennen Sie einen Günther Müller? Günther Müller, ja. Mit einem Günther Müller war Annette mal verlobt. Ja, richtig. Ich kann Ihnen den Kerl sogar zeigen. Hier, da sind beide drauf. Das war bei Ihrer Verlobung. Wissen Sie, warum die Verlobung gelöst wurde? Das war ein Ganove, der hat die Konten von seinem Schwiegervater geplündert. Dann ging die Firma pleite. Als Müller das Foto von Annette auf den Tisch sieht, wird ihm sofort klar, in welcher Gefahr er steckt. Kein frisch gebackener Graf, sondern ein kleiner, mieser Gangster. Stell dir den Skandal vor. Sie steht da im weißen Hochzeitskleid und zeigt auf den kleinen Ganoven. Da ist ja der Ganove, der plötzlich zur Familie gehört. So gab es für ihn nur eins. Den Stein werden Scheiben. Aber vorher wäre ein Geständnis noch ganz schön. Von dem kriegst du kein Geständnis. Wir nehmen Abschied von Graf Siegbert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Können und Verstehen, bewahre uns im Vertrauen auf Jesus Christus. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Was gibt's denn? Die Polizei hatte mich verhaftet. Wie bitte? Warum? Sie haben geglaubt, ich hätte die Geliebte von meinem Onkel umgebracht. Weil ich Angst gehabt haben soll, sie könnte mich um mein Erbe bringen. Wie wollten Sie dir diesen Unsinn beweisen? Das ist ja das Merkwürdige. Die haben Haare von der Ermordeten bei mir zu Hause gefunden. Das ist ein Trick. Nein, die arbeiten korrekt. Da ist mir was eingefallen. Was? Du bist doch bei mir gewesen. Nur du hast in dem Sessel von Tante Polti gesessen. Also kannst nur du die Haare an dir gehabt haben. Ich? Ja, nur du kommst in Frage. Hast du es auch der Polizei erzählt? Noch nicht. Ich kannte diese Frau nicht mal. Aber du hast sie doch auf dem Foto entdeckt und ich habe dir von ihr erzählt. Quatsch! Kann ich mich nicht daran erinnern.
Eine Sülze. Du warst mit der verlobt. Du hast hinter mir hergeschnüffelt. Du hast ihre Familie beklaut und ruiniert. Du bist doch ein Heiratsschwindler. Woher weißt du das alles? Ich habe mich über dich informiert. Und jetzt bist du auch noch zum Mörder geworden. Und beinahe wäre ich auf dich reingefallen. Du wolltest mich benutzen. Jetzt rufe ich die Polizei. Nein. Das wirst du nicht. Und warum nicht? Ganz einfach. Weil ich dich sonst auch umlege. Müller! Lassen Sie den Jungen los! Sie haben doch keine Chance! Sie bleiben besser, wo Sie sind. Mach die Tür auf! Müller, das geht Sie auf! Lass Sie die ab! Bring ich ihn um! Schlimmer doch bloß Ihre Lage! Mach, was er sagt, dann meint es ernst. Das Schlamassel haben wir dir zu verdanken. Du hast uns ja ein feines Familienmitglied beschert. Er war ein höflicher Mensch. Ob das sein Opfer auch so gesehen hat? Haben Sie ein dickes Fernrohr drauf? Ja. Und? Warum haben Sie nicht richtig getroffen? Ich habe richtig getroffen. Aber ich bin kein Mörder. Das werde ich dem Richter erzählen, er wird sich freuen.